Liebe Freunde, hier ist euer Steinball. Nun ist das eingetroffen, was wir natürlich schon wussten, aber Theresa völlig überrascht hat. Scarlet wird angegriffen, die Kumanen sind draußen und plündern und morden und wir müssen hier irgendwie entkommen. Wir haben gesehen in der Zwischensequenz, da ist ein Kumane schon im Haus, aber wir haben irgendwie ein Dolch dabei. Und mit dem Dolch kann man ja hinterrücks töten, wenn ich mich recht entsinne. Ja, wir haben ihn angestoßen. Aber es geht. Oh Gott. Gott sei Dank. Gut. Leider ist es ja so, das haben wir schon gesehen, Sachen für Männer können wir nicht anziehen. Deshalb werden wir... wir werden den Säbeln werden wir mitnehmen. Aber das, wir können uns leider nicht als Kumane verkleiden. Das wäre jetzt eigentlich die beste Art, vielleicht hier rauszukommen. Wir nehmen aber alles mit, was sonst noch zu gebrauchen ist. Halt, nee. Ist in der Kiste noch irgendwas? Da sind auch noch ein paar Groschen. Nehmen wir auch noch mit. Nichts soll hier den Falschen in die Hände fallen. Was ist hier? Können wir aus diesem Fenster raus? Sieht nicht so aus. Da stehen immer noch welche vor der Tür. Da können wir mit Sicherheit nicht raus. Wir könnten hier die Leiter hochklettern oder sowas. Ach, schaut mal hier. Durchs Fenster klettern, das geht. Samuel, hoffentlich geht es ihm gut. Ich muss ihn finden. Nein. Was war das? Haben die uns gesehen? Okay, warte mal kurz. Erstmal ein bisschen Überblick verschaffen. Sie möchte Samuel finden. Dazu sollen wir nochmal in die Stollen gehen. Alles klar. Unser Hund scheint in der Nähe zu sein. Ich will hier nochmal in die Kiste gucken. Hier ist eine Axt. Noch eine Fackel nehmen wir mit. Groschen nehmen wir auch mit. Oh nein! Nein! Schnell weg. Da sind auch welche, oh Gott. Kann unser Hund ihn ablenken? Können wir hier irgendwie fliehen? Ich fürchte, ich weiß es nicht. Unsere Ausdauer ist natürlich nicht die beste. Können wir hier hochlaufen? Nein, er muss ganz in der Nähe sein. Das Kampfsymbol ist da. Ich wage mich nicht zurück umzudrehen. Shit. Nein, hier ist auch noch ein Lager. Gnade, da komme ich nicht rein. Hoffentlich hat Samuel sich versteckt. Ich muss zu einem anderen Eingang. Ja, das glaube ich aber auch. Okay. Ein bisschen weit weg. Vielleicht kann man sich verstecken, ich weiß es nicht. Ja, wir haben es geschafft. Kommt der Hund? Wir sind erstmal nicht in unmittelbarer Gefahr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Okay, bleib mal hier. So, da unten gehen sie. Puh, kurz mal gucken. Also, wir haben den Bogen, den werden wir mal anlegen. Wir haben eine Axt und einen Säbel. Säbel 30 Schaden. Aber Agilität als Voraussetzung, die haben wir nicht. Wir haben Agilität 3. Legen wir die Axt an. Vielleicht kann sie uns nutzen. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt irgendwie kämpfen kann. Wir werden, ich glaube, den Strauchdiebtrunk sehr gut gebrauchen können. Wegen Heimlichkeit. Ich will es aber noch nicht gleich machen. Warten wir erstmal ab. Das blöde Hundefleisch können wir jetzt erstmal fallen lassen. Das belastet uns hier nur. Puh. So, wie sieht's aus? Sattheit ist alles okay. Gucken wir kurz mal den Stand an. Also, der eine Eingang ging nicht, hatten wir festgestellt. Warte mal, Questlog kurz gucken. Okay, wir sind jetzt hier auf der Ecke. Und könnten versuchen, zu dem Mineneingang vorzudringen. Kommt man hier irgendwie vielleicht ganz nach oben? Da wären wir erstmal am sichersten. Aber es sieht irgendwie nicht so aus. Nee, hier kommen wir nicht weiter. Das ist zu steil. Da unten sind sie. Wir können uns doch hier nicht... Das wird doch nichts, hier sich vorbeizuschleichen. Man, wir werden doch gesehen ohne Ende. Ist da nur einer da unten? An
An den können wir uns vielleicht auch ranschleichen. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder wir... Ich denke, wir sollten auf jeden Fall erstmal ins Buschwerk da unten gehen. Dass es besser dauert, als oben an der Felskante zu laufen. Und dann mit äußerster Vorsicht. Beziehungsweise jetzt ist doch der Moment gekommen, wo wir gleich mal den Strauchdiebtrunk zu uns nehmen. So, hier war ein Einzelner. Ich hoffe, unser Hund verrät uns nicht. Aber an den können wir uns vielleicht ranschleichen und ihn töten. Da liegt noch ein anderer. Ja. Okay, das hat schon mal geklappt. Vielleicht ist die kumanische Axt noch ein bisschen besser. Trinkwasser nehmen wir mit. Dietrich, das könnte noch helfen. Okay. Gut. Irgendjemand höre ich. Ah ne, es war unser Hund. Das ist ein Dorfbewohner. Wollen wir den auch plündern? Ja. Vielleicht finden wir auch noch irgendwas Sinnvolles. Aber nein, nur die Rüstung. Okay, kommen wir weiter. Zu dem anderen Eingang. Im Moment sehe ich niemanden. Wie weit bin ich jetzt noch entfernt? Ach, der ist hier irgendwie oberhalb, oder was ist das? Wir müssen da irgendwie hochkommen. Schaut mal, sieht jetzt so ein bisschen aus, als würde man da vielleicht doch hochkommen. Aber ich glaube nicht, die haben das so gemacht, ne? Nee, kein Weg. Gut, wir müssen uns da irgendwie runter durcharbeiten. Ich sehe da irgendwas am Tor, was rot ist. Da ist ein Kumane. Irgendwas macht er dort. Aber vielleicht müssen wir da nicht durch. Kommen wir wirklich durch. Ja, halt doch mal die Klappe, Spitzer. Bist du verrückt? Bellst hier rum. Bist du bescheuert? Ist hier der Eingang? Ah, verdammt, hier ist jemand. Oh, da sind... Oh Gott, da sind ganz viele. Puh, wie sollen wir das denn machen? Das ist für uns doch nicht möglich. Wir müssen da irgendwie hoch. Kann man das ganze Gebiet weitläufig umgehen? Das ist die große Frage. Wir müssen da runter eigentlich. Wir müssen dahinter vorbei. Wir gehen hier mal zurück. Was macht ein Spitzer? Warum brüllt er hier so bescheuert rum? Der läuft da durch die Walachei. Okay, wir machen das so. Wir schleichen uns da unten rum. Ich sehe jemand. Wir können uns durchs Flussbett dort schleichen. Das ist vielleicht der... Das ist gut. Hier beachtet uns möglicherweise niemand. Irgendwas höre ich. Da oben sind welche. Da laufen Wachen entlang. Kurz mal gucken, wo wir sind. Gar nicht so schlecht. Wir müssen jetzt bloß irgendwie hinten beim Bach hier hoch und dann von hier hinten ran. Das wäre vielleicht der Weg. Das Blöde sind da oben diese Wachen, die da gerade langlaufen. Sehen uns oder nicht.
Bald sag mir, dass ich hier nicht langkomme. Doch, es geht. Okay, wir warten hier unten durch und hinter der Brücke. Nein! Verdammt! Da war jemand! Shit! Da sind auch welche. Wir müssen noch weiter. Ich muss erst Samuel finden. Ja, ja, Theresa, ich will es auch. Okay. Gut. Hier sind wir erstmal ganz gut. Da willst du nicht lang, okay. Da hinten ist ein Pferd. Und da ist der Weg hoch zum Mineneingang. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, was wir jetzt gemacht haben. Puh. So, der Weg scheint frei zu sein. Da unten ist nur ein... eine Wache. Aber hier scheinen wir gehen zu können. Ich bleibe aber in geduckter Haltung, weil ich dem Frieden noch nicht traue. Ich meinte, die wollen mit Sicherheit ja die Minen auch... Oh, schaut mal, da steht jemand. Die wollen mit Sicherheit ja auch die Minen unter Kontrolle bringen. Insofern wird das erste Ziel sein. Vielleicht können wir dann als Alternative noch oben rum zum anderen Eingang gehen, wenn auch der hier bewacht ist. Ah, shit. So, jetzt wird es langsam kritisch. Wir müssen uns dem Eingang nähern. Sieht uns von unten jemand? Gott, immerhin hat das Spiel mal gespeichert. Matthäus? Theresa? Atmest du noch? Elender Scheißkerl! Geiler! Ich hab doch gesagt, du sollst verrecken! Theresa! Gott sei Dank, du hast überlebt. Was ist mit deinem Vater und mit Stibor? Oh. Was ist mit Samuel? Er ist drin, aber... Aber warte mal, Theresa. Sie haben ihn ziemlich übel zugerichtet. Wir bringen dich zu ihm. Hier draußen ist es nicht sicher. Puh. Okay, haben wir die beiden auch getroffen, Matthäus? Fritz, geh und sag den anderen, dass wir aufbrechen, sobald die Sonne untergeht. Wir sollten den Weg hinter uns verbarrikadieren, falls uns diese Bastarde folgen. Ja, mach das. Theresa, Samuel... Samuel liegt dort drüben. Ich möchte dich erst etwas fragen. Was ist mit Samuel passiert? Weiß ich nicht. Ich war nicht dabei, aber er muss hier in der Mine gewesen sein, als sie gekommen sind. Es war großes Glück, dass er überlebt hat. Ja, andere hatten weniger Glück. Wie viele seid ihr hier? Ein Dutzend oder mehr. Als es losging, flohen wir zu den Minen. Seitdem warten wir auf den richtigen Zeitpunkt, um zu fliehen.
Ja, sehr klug von euch. Wahrscheinlich wirklich der beste Ort, sich zu verstecken. Wie geht es weiter? Wenn es dunkel wird, schleichen wir uns raus. Hoffentlich sind diese Mistkerle damit Plündern abgelenkt. Und wohin sollen wir gehen? Das überlegen wir noch. Vielleicht nach Thalmberg. Rovna ist zerstört und sonst ist da nichts in der Nähe. Was, wenn die Schweine auch Thalmberg angreifen? Ich denke, Sasau wäre besser. Nach Sasau ist es weit, Fritz. Nur, wenn uns nichts Besseres einfällt. Mal sehen. Hab Dank. Ich sehe nach meinem Bruder. Geht nicht ohne uns. Theresa! Samuel, du lebst! Als du regungslos da lagst, dachte ich, dass du... Theresa, hilf mir, bitte. Ich bin verletzt. Es tut sehr weh. Wo tut es weh? Überall. Es ist schlimm. Theresa! Samuel, was ist? Theresa, ich will nicht sterben. Oh, Samuel, du wirst nicht sterben. Das lasse ich nicht zu. Ich bin bei dir. Wie ist das passiert? Diese Heiden stellten uns im Stollen. Bevor wir wussten, was da los ist, waren sie schon drin. Es war schrecklich. Wir konnten nichts sehen und wir mussten an ihm vorbei. Doch einer griff an. Ich hab ihn gar nicht kommen sehen. Es war so dunkel. Da war viel Geschrei. Ganz ruhig, Samuel. Alles ist gut. Du bist ihnen entwischt. Ja, diese Schweine hatten es auf das Silber abgesehen. Zeig mir die Wunde. Hier, es ist schlimm, oder? Ich glaube, wir sagen die Wahrheit, oder? Das ist eine üble Wunde. Aber die Verbände helfen. Die Blutung ist gestillt. Ein gutes Zeichen. Ja, ich habe geblutet. Wie ein Schwein. Oh, Theresa, mein Kopf. Alles dreht sich. Sei unbesorgt, du musst dich ausruhen. Sobald wir von hier weg sind, gehen wir zu einem Heilkundigen. Was ist mit Vater und Stibor? Wo sind sie? Ich meinte, er ist angeschlagen. Vielleicht muss man ihm jetzt nicht gleich die gesamte Wahrheit erzählen. Versuchen wir es mal. Obwohl, nee, komm, er ist stabil. Es ist blöd, so eine Situation. Oh, Samuel... Es tut mir so leid. Sie haben sie getötet. Beide. Ich war dabei. Und konnte nur knapp entkommen. Sind wir jetzt allein? Vater und Stibo. Sie haben Dummheiten gemacht. Große gar. Denkst du, Gott wird ihnen vergeben? Ja, Samuel. Der Herrgott weiß, dass sie das Herz am rechten Fleck hatten. Sie sind jetzt bei Mutter. Mutter. Ja. Hör zu, Samuel. Wir müssen von hier verschwinden. Draußen wird es dunkel und eine bessere Chance kriegen wir nicht. Ich weiß nicht, ob es geht. Andererseits, wenn ich nicht mehr blute, gehen wir. Theresa? Was ist denn? Hab Dank. Wofür? Immer bist du für mich da, als ich noch klein war und... Hör zu, Theresa. Falls ich es nicht schaffe, versprich mir, dass du auf dich... Hör sofort auf damit, Samuel. Bringen wir dich auf die Beine. Die anderen warten auf uns, am Eingang der Mine. Komm, ich helfe dir. Die Fackeln uns nicht verraten? Wohin wollt ihr gehen?
Nach Rovna und dann weiter. In der Gegend scheint es etwas ruhiger zu sein. Aber Theresa, was ist mit Samuel? Samuel? Der kommt natürlich mit. Theresa, er wird den Marsch nicht durchhalten. Er hat viel Blut verloren. Worauf willst du hinaus? Er mag ein zäher Bursche sein, aber wir müssen uns beeilen. Und Samuel würde uns nur aufhalten. Matthäus, du glaubst doch nicht, dass ich ihn einfach hier lasse. Deine Entscheidung, Theresa. Ich sag dir nur ehrlich, wie es ist. Selbst wenn er mitkommen würde, würde er wohl nicht bis morgen überleben. Tut mir leid. Wir könnten für ihn eine Trage bauen. Habt ihr hier irgendwo Seile und etwas Stoff? Mit Trage sind wir zu langsam. Und wenn er nicht ruhig liegt, verschlechtert sich sein Zustand nur weiter. Und uns kostet es Kraft. Dann geht. Und ich bleibe hier. Schickt Hilfe, sobald ihr in Thalmberg seid. Bist du sicher, Theresa? Du solltest mit uns gehen. Ich werde ihn nicht im Stich lassen. Ich bin sonst ganz allein. Bis morgen bringe ich ihn schon durch. Und ihr flieht, um in Thalmberg Alarm zu schlagen. Herr Divisch ist ein guter Freund von Herrn Ratzig und wird alles tun, um zu helfen. Du lässt dich wohl nicht davon abbringen. In der Mine sind Fackeln. Und Wasser zum Waschen von Samuels Wunden sollte es dort auch noch geben. Ach, und wechsel seine Verbände. Ich danke dir. Puh. Theresa, falls... Der Herrgott schütze dich. Matthäus. Ich werde Hilfe aus Thalmberg schicken. Bleibt, wo ihr seid. Oh Mann, liebe Leute, was für eine Aussicht und was für eine Situation. Wir müssen jetzt hier alleine zurückbleiben, im Dunkeln. Wir müssen nochmal in die Mine zurück und so weiter. Was kann uns hier alles passieren? Ich weiß es nicht. Wir werden es erleben in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Euer Steinmalen.